Ich begrüße euch, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich möchte euch eine Horoskopanalyse, eine Beratung veröffentlichen. Das ist das Horoskop von Claudia und Claudia hat mir erlaubt, diese Aufnahme zu veröffentlichen. Liebe Claudia, das ist dein Video und ich grüße dich, aber ich grüße alle, die diese Aufnahmen anschauen und wir fangen schon an. Claudia, du weißt, du bist in Tierkreiszeichen Zwillings geboren. Aber deine Sonne steht in deinem Horoskop im Grenzbereich zwischen Zwilling und zwischen Krebs. Das bedeutet, du bist zwar im Tierkreiszeichen Zwillings geboren, aber gehörst zu den sogenannten Grenzgänger und du kennst mit diesem Krebsenergie dich auch aus. Das ist einerseits die Leichtigkeit, die Neugier, diese spielerische Art, was du von Zwilling hast. Andererseits diese feinfühlige, etwas mütterliche, fürsorgliche Art von Krebs hast beide an dir. Dein Aszendent steht in Tierkreiszeichen Skorpion. Wieder Wasserelement, geht wieder um Gefühlen. Und dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, ganz oben in dein Horoskop, also er kulminiert in dein Horoskop, führt das Ganze, das sind deine Gefühle, wo sich dazu bewegt, in die Öffentlichkeit zu stellen und im Mittelpunkt zu sein. Das sagt deinen Gefühlen. Wenn ich deine Elemente anschaue, du bist zwar im Tierkreiszeichen Zwilling geboren, aber du hast viel Wasserelement im Horoskop. Das ist eine Mischung Wasser und Luft, also Gefühlen, tiefe Gefühlen, Feinfühligkeit, sehr emotional. Aber diese Luftbetonung zeigt mir an, diese Wissensdurst, die Kommunikation, auch diese spielerische Art und die Leichtigkeit schenkt dir in dein Leben. Wenn ich deine Kindheit betrachte, kann ich erkennen, dass etwas da ist von der Kindheit, was dich verletzt hat. Also du hast keine leichte Kindheit gehabt. Nicht nur deine Kindheit sehe ich etwas traurig, sondern auch deine alte Karma. Das heißt, in deinen alten karmischen Erfahrungen warst oft alleine gestellt, oft alleine gelassen und das hat dich dazu geführt, dass du oft in dein Leben, ich rede jetzt von alter Karma, also von vergangenen Leben, dass du dich oft enttäuscht gefühlt hast. Das zeigt mir auch die rückläufige Neptun im Skorpion im ersten Haus. Und diese verletzte Kindheit, Chiron, im tiefsten Punkt, die Herkunft in dein Horoskop. Das bedeutet, du hast nicht leicht gehabt und diese Erfahrungen, diese Enttäuschungen hast schon von früheren Leben mitgebracht, aber du hast auch nicht leicht gestartet in dein Leben. Trotzdem zeigst du Lebenskraft. Einerseits hilft dir deine Sonne im Zwilling, dass du in dieser Leichtigkeit und diese spielerische Art an dir hast. Und natürlich dein Mond im Löwen, weil das macht dich stark, innerlich stark, auch deinen Emotionen, Gefühlen, dass du Kraft hast und auch dieses Bedürfnis, dieses Gefühl im Mittelpunkt, dich im Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Wobei das entspricht vielleicht nicht ganz deiner Natur, aber deinen Gefühlen sagen das. Die Gefühle sagen etwas anderes, wie du lebst oder wie du darüber denkst.
deinen Gefühlen eindeutig ganz oben im Spitze des Horoskops im Tierkreiszeichen Löwe sehr schön bestrahlt, dass du möchtest wirklich von dir rauskommen, dich im Mittelpunkt zu stellen und in Öffentlichkeit stehen. Dieser Wunsch, dieses Gefühlen verneinst du oft. Oh, das muss nicht sein. Oder ich versage. Oder ach, mich schaut niemand an. Doch höre auf deinen Gefühlen, weil das ist schon dein richtiger Weg. Da, das gibt dir Anerkennung. Das kommt etwas zurück. Also du hast das Recht, dich in Öffentlichkeit zu stellen und in den Mittelpunkt zu stellen. Diese alte, sage ich mal, karmische Verletzungen, Neptun, Skorpion im Aszendentbereich, führt dazu, dass du etwas misstrauisch bist im Leben. Das ist nicht ohne Grund. Du hast diese Erfahrungen gemacht. Trotzdem versuche, eine Art Vertrauen gewinnen, Vertrauen um das Leben, Vertrauen anderen gegenüber. Dann geht es auch mit Leichtigkeit und ein Zwillingsmond, wo auch sehr kommunikativ ist und pflegt Verbindungen und lebt diese spielerische Art, hilft dir dabei. Nicht nur deine Sonne hilft dabei, sondern die Mars auch, wie du dich durchsetzt im Leben, steht auch im Zwilling. Es ist zwar etwas belastet, diese Mars, dass du neigst dazu, im Leben dich beweisen wollen, aber hast Angst zu versagen. Und dann lieber machst einen Schritt zurück, weil diese Angst begleitet dich, diese Angst kommt, weil du möchtest gerne perfekt sein. Oder hast du das Gefühl, nur so kann ich mich durchsetzen, nur so werde ich wahrgenommen, nur so kann ich etwas erreichen im Leben, wenn ich perfekt bin. Und wenn du spürst, da ist schwierig, das zu erreichen oder hast Angst davon, dass du versagst, dann neigst du dazu, dann einen Schritt zurückzutreten. Du brauchst es nicht, weil kein Mensch ist perfekt. Keine. Und niemand verlangt, auch von dir nicht, dass du perfekt sein sollst. Trotzdem kannst du glänzen, trotzdem kannst du dich in Öffentlichkeit präsentieren und mal im Mittelpunkt zu stellen, weil das gibt dir Erfolg. Und diese Erfolgserlebnisse stärken dir, dass du dann mutiger bist und irgendwann verlierst diesen Ängste. Wo du neue Aufgaben hast im Leben. Neue Aufgaben, meine ich, neue Erfahrungen, das auch zu vertrauen. Das ist die Liebe und die Partnerschaft. Da hast du auch Angst. Angst, dass du verletzt wirst, Angst, dass du wieder alleine gelassen wirst. Dass diese Ängste kommen, ist selbstverständlich, weil du hast das erlebt. Vielleicht nicht dieses Leben, aber auf jeden Fall im vergangenen Leben, du kennst dieses Gefühl und genau von diesem Gefühl hast Angst. Du hast nicht von Partnerangst oder von Bindung Angst, sondern von diesen Gefühlen, dass das wiederkommt, dieses Gefühl, und jemand verlässt dich und ist wieder alleine gestellt. Und da ist eigentlich deine Lernaufgabe, diese alten Verletzungen loszulassen, Vertrauen gewinnen und es auch wagen, weil, Grunde genommen, ist in dein Zukunft oder in dein Schicksal, das ist vorgeschrieben, dass du eine schöne, glückliche Partnerschaft eingehen sollst. Also du brauchst eigentlich gar keine Angst zu haben davon. Das ist im Tierkreiszeichen Stier im siebten Haus, das gibt dir Stabilität, Stier ist auch ein Venuszeichen, also das heißt eigentlich,
kommt das zur Erfüllung. Und das, was du erlebst, dass du die Vergangenheit abschließt, auch diesen Gefühlen abschließt und im Vertrauen begrüßt deine Zukunft, weil die Partnerschaft erwartet dich und es ist schön und stabil. Jetzt schauen wir an, welchen Einfluss gerade momentan hast. Die Sonne bestrahlt im Augenblick dein 10. Haus und das ist deine Berufung. Und deine Berufung in diesem Bereich steht Uranus und Pluto zusammen. Das ist die 10. Haus, das ist die Berufung. Und da hast du gerade Einfluss von der Sonne. Das ist im Tierkreiszeichen Jungfrau. Also nicht im Haus Spitze, weil das ist Löwe, aber Jungfrau steht auch noch im 10. Haus. Uranus im 10. Haus mit Pluto zusammen. Uranus als Planet ist außergewöhnlich. Oft wirkt unerwartet, plötzlich. Das sind auch Umbrüche. Wenn ich Uranus zum beruflichen Situationen zuordne, das ist etwas Außergewöhnliches, also nichts bürgerlicher Beruf. Oft hat das mit Entdeckung zu tun. Oft hat mit Erfindungen zu tun. Das ist das erfinderische Geist, das ist Uranus. Hat oft auch mit Technik zu tun. Aber Uranus bei der Schöpfungsgeschichte, da beginnt eigentlich die Schöpfungsgeschichte mit Uranus und Gaia, die Erdemutter, also Idee, Gedanken, Geist mit Materie verschmelzt, begann die ganze Schöpfung, war damals am Anfang der Himmelsvater. Da entstanden die Sterne. Und Uranus hat einen Bezug zu Astrologie, logischerweise. Und weil das bei dir in Berufung steht, die höchste, was du erreichen kannst, kann auch Bereich Astrologie sein. Pluto wirkt gemeinsam mit Uranus und Pluto neigt dazu alles oder nichts. Wieder neigst du dazu, perfekt zu sein. Wenn du das dich anstrebst, perfekt zu sein, und das möchtest du, sag ich mal als Beispiel, Bereich Astrologie erreichen und gehst in die Tiefe, das ist so typisch von Pluto, auch die verborgenen Zusammenhänge zu erkennen, dann würde ich sagen, das unterstützt dich und das zeigt an, dass du das sehr gut, sehr tiefgründig und sehr außergewöhnlich machst. Wenn bei dir dieses Gefühl entsteht, alles oder nichts, entweder kann ich das perfekt oder lasse ich das lieber, wenn dieses Gefühl hochkommt bei dir, dann könnte passieren, dass du das plötzlich alles so hinschmeißt. Und das wäre schade. Das wäre richtig schade, wenn du das aufgibst. Und ich betone nochmal, auch wenn du in diesem kosmischen Wirkung stehst, diese Pluto-Energie mit Mars verbunden und mit Uranus, und das ist eine Spannung aus, von Mars aus. Also betone ich nochmal, man muss nicht perfekt sein. Und auch wenn du im Bereich Astrologie tätig bist und tiefgründig dieses Wissenschaft erforschen möchtest und auch die Geheimnisse sehen möchtest, das hilft dir. Und das ist deine Berufung. Wenn du das Gefühl bekommst, alles oder nicht, entweder mache ich das perfekt oder gar nicht,
betone ich nochmal, du musst nicht perfekt zu sein. Und wenn du mal Fehler machst, ist auch nicht schlimm. Also versucht, dein Zwillingsenergie, dein Zwillingssonne dabei kann dich gut unterstützen. Mal das spielerisch betrachten, du stehst nicht in Prüfung. Und niemand erwartet von dir, dass du alles beherrschst und das perfekt beherrschst. Wichtig ist, dass du davon begeistert bist. Wichtig ist, dass du erkennst, dass das deine Berufung ist. Wichtig ist, dass dein Weg ist. Und das kannst du dann so aufbauen, dass du wirklich gut bist und du musst es nicht bis zum Perfektion, das muss nicht perfekt sein. Und dieser Bereich, dieses 10. Haus, hat gerade einen Sonneneinfluss. Das heißt, die Sonne bestrahlt das, dass dir das klar ist. Das ist Licht, das ist Auge, das dein Augen öffnet, dass es kommt im Tageslicht, dass das ein aktuelles Thema für dich ist, dass du das wahrnimmst, weil das steht jetzt gerade im Licht. Das bestrahlt gerade die Sonne. Das heißt, da in diese Richtung öffnet sich deine Augen. Du nimmst es bewusst wahr und das ist deine Berufung. Dass du dein MC, also die höchste Punkt in dein Horoskop, steht im Löwe und in die Nähe befindet sich auch Mond, was dein Gefühl auch sagt. Du möchtest gerne in die Öffentlichkeit sein und das, was dich strebt, und das ist dein höchstes Ziel, also wenn du das als Ziel setzt. Das heißt nicht nur, dass du diese Berufung lebst und das wäre die Astrologie gut für dich und dem Jungfrau ist natürlich auch, magst du das auch richtig, baust es auf. Mit Struktur, aber du möchtest gerne damit in die Öffentlichkeit stehen. Und das, was du als Ziel setzen kannst, weil das zeigt die Horoskop an, das wäre die höchste, was du erreichen kannst, die höchste Ziel. Also das heißt, Astrologie wäre für dich geeignet, du machst das auch tiefgründig. Und du brauchst nicht perfekt zu sein und du möchtest diesen Bereich auch in die Öffentlichkeit stehen. Auch Jupiter nimmt einen Einfluss auf das und gibt dir auch Möglichkeiten und Chancen. Nicht nur die Sonne bewegt sich in dein 10. Haus und das ist deine Berufung im Tierkreiszeichen Jungfrau, sondern gerade befindet sich auch Merkur hier. Merkur ist Kommunikation, Austausch, Lernen. Also das heißt, für dich ist es ein klarer Weg und du lernst auch und gerade aktiviert dieses ganze Themen deiner Berufung, nicht nur die Sonne, wo Klarheit gibt, sondern Merkur auch, das Lernen auch. Dann hast du einen Saturn-Einfluss und das betrifft deinen Finanzen. Das ist in den Finanzbereich und das hat jetzt begonnen, das heißt in die nächste Zeit befindet sich Saturn in deinem 2. Haus und übt einen Einfluss auf dich. Und das ist nicht nur die Finanzen, dieses 2. Haus, sondern Werte. Und hat auch mit Selbstwertgefühl auch zu tun. Das energetisch hängt zusammen. Also da stehst du in die nächste Zeit in Prüfung, das wird deine Finanzen durch Saturn geprüft, aber auch dein Selbstwertgefühl. Jupiter bewegt sich gerade bei dir im 11. Haus und das bedeutet Freundschaften, Bekanntschaften
und Jupiter vermehrt etwas, das heißt, dein Bekanntenkreis, Freundeskreis wird größer durch diesen Jupiter-Einfluss. Venus, die Planet, die Liebe, bewegt sich zwischen 11. und 12. Haus. Das sind Freundschaften, aber jetzt auch die Verborgenen. Alles, was so hinter den Kulissen steht. Die Venus, auch die Planet, die Liebe, die Gefühle, das ist Verliebtheit, das ist alles noch im Verborgenen, in Geheimnissen. Nähert sich dann mit der Zeit zu deinem Aszendent und dann wird es dir immer klarer, wie dein Liebesleben ist oder kommt von dieser Verborgenen, kommt in Öffentlichkeit. Momentan wirkt der Liebesplanet Venus hinter dem Kulissen, alles noch unklar, alles ist im Verborgenen. In ein paar Monaten erreicht dein Aszendent dein erstes Haus und dann erlebst du es persönlich, da berührt dich das persönlich. Die Lilith, das ist dieser Schnittpunkt im Himmel, zeigt unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche und das steht gerade in dein Aszendent. Das heißt, du hast persönliche Wünsche, Träume und das berührt gerade dich selbst, so trifft es dich so persönlich momentan und wenn du das als Ziel setzt und auch daran glaubst oder mutig bist, da auch Schritte machst, dann kannst du das deine Träume leben, deine Träume zu verwirklichen. Es muss nicht immer mit Liebe zu tun haben, es kann auch die berufliche Situation sein. Mars, was alles in Bewegung setzt, befindet sich auch im zweiten Haus bei dir. Und das sind die Finanzen und wie ich schon sagte, auch das Selbstwertgefühl. Und natürlich, Mars ist auch der Mann und das würde dein Selbstwertgefühl stärken. Wenn du jetzt eine Nachricht hättest von einem bestimmten Mann, dann würdest du dich anders fühlen. Und da liegen deine Sehnsüchte, diese Lilith im Aszendent. Warte noch ein bisschen, weil Venus, wo das alles beeinflusst, dein Liebesleben, ist noch im Geheimen, im 12. Haus. Das ist alles noch im Verborgenen. Wir wissen auch, das Aszendent ist der Geburtsmoment. In diesem Augenblick, wo dieser Tierkreiszeichen im Osthorizont aufgestanden ist, da haben wir unseren ersten Atemzug geholt. Also das ist ein Geburtsmoment. Alles, was vorzeitlich, vor ein, zwei Stunden vor unserer Geburt war, das ist noch die Schwangerschaftsphase. Das heißt, wir sind vorbereitet zu unserer Geburt. Wir werden auch erwartet natürlich. Also es dauert nicht lang, wir werden geboren, aber diese Momente noch, ist noch die Schwangerschaft. Und das ist dieses geheimnisvolle 12. Haus. Und ich bin sicher, dass in diesem letzten ein, zwei Stunden vor unserer Geburt noch wichtige Informationen wir bekommen. Und hier in diesem 12. Haus bewegt sich die Liebesplanet Venus. Das heißt, es ist noch in die Schwangerschaftsphase oder Vorbereitungsphase und noch nicht sichtbar. Bisschen Geduld noch, auch wenn du Wünsche, Sehnsüchte hast und dich würde stärken, wenn eine Bestätigung, ein bestimmter Mann kommt. Es ist noch im Verborgenen, im Vorbereitungsphase. Ich könnte es so ausdrücken, in die Schwangerschaftsphase. Es wird aber bald etwas geboren. Das heißt, es ist etwas zum Erwarten, dass er kommt. Und dann natürlich deine Sehnsüchte und Wünsche kommen zur Erfüllung. Und
Das tut dir auch dein Selbstwertgefühl gut, weil das ist schöne Erlebnisse im Leben und genau das stärkt deine Werte, aber auch das zweite Haus, was nicht nur Werte ist und Selbstwertgefühl, sondern auch die Finanzen. Und das hängt Hand in Hand energetisch zusammen. Dein Pluto befindet sich im Augenblick, also ich meine damit jetzt die Bewegung, die Planeten und nicht dein Geburtshoroskop, wo die Planeten stehen, sondern das sind die sogenannten Transiten, wo sich die Planeten gerade bewegen und was für Einfluss auf dein Leben haben im Augenblick. Also momentan bewegt sich die Planet Pluto im Steinbock und das ist dein drittes Haus, das heißt deine Umgebung, deine Verwandtschaft, deine Bekanntenkreis, Nachbarschaft, wo du lebst, dein Umfeld, das ist dein Umfeld. Bei Pluto Energie geht es in dein Umfeld, dass du in die nächste Zeit Entscheidungen triffst. Und die Bekannte und die Verwandte, wo dir Schaden oder wo du nicht klarkommst, mit diesem Pluto-Einfluss lernst du auch Nein zu sagen. Und die Menschen, wo dich unterstützen in dein Umfeld, die geben dir Kraft. Das ist die Pluto-Energie. Die Menschen entweder saugen uns Kraft oder nützen wir uns aus, oder geben sie uns Kraft und unterstützen wir uns. Und diese Pluto-Energie hilft dir dabei, diese Entscheidungen zu treffen. Ja oder nein. Bei Pluto geht's alles oder nichts. Ja oder nein. Bei Pluto gibt's nichts dazwischen. Gibt's keine vielleicht. Das kennt Pluto nicht. Entweder ein klares Nein, wo du das Gefühl hast, und das betrifft deine Verwandte, und dein Bekannte oder Nachbarschaft, dein Umfeld, wo du das Gefühl hast, die nerven mich, die nutzen mich aus, da habe ich keine Zeit, da wirst du in die nächste Zeit sagen, nein, stopp, bis dahin und nicht weiter. Und wenn du merkst, dass sie lieb zu dir sind und nett zu dir sind oder du dir helfen auch, dann stärkt die Bindung, weil ihr gebt dann euch Kraft, gegenseitig gebt euch Kraft. Und diesen Einfluss hast gerade in deinem Umfeld. Von Neptun hast du auch eine Wirkung momentan und das berührt dein Lilith. Das heißt, in dein Aszendent wirkt Lilith. Du spürst persönlich deine Wünsche und Sehnsüchte, weil das ganz nah steht zu dir. Das ist ganz intensiv. Gleichzeitig berührt die laufende Neptun dein Geburtslilith und erinnert dich an alten Verletzungen. Und es macht dich etwas unsicher, wo du sagst, boah, ich habe so Sehnsucht nach jemand oder ich habe so Sehnsucht nach etwas. Und dann kommen gleichzeitig die alten Erinnerungen, wo du gleich dann Angst bekommst, oh, das klappt eh nicht. Und hier brauchst eine gewisse Stärke und sagen, die jetzige Situation hat jetzt mit meiner Vergangenheit nichts zu tun. Dass ich damals Enttäuschungen erlebt habe, das kann in vergangenen Leben sein, in alte Karma, das muss nicht in diesem Leben. Das schließe ich ab, das hat mit meinem jetzigen Ich nichts zu tun. Das wäre die richtige Einstellung dazu. Dann lebst deine Träume und diese Erinnerungen stören dich nicht,
machen sie dich nicht unsicher. Dann hast du ein Chiron-Wiederkehr. Das heißt, die laufende Chiron berührt dein Geburtschiron. Bei Chiron geht es um Verletzungen, Wiedererinnerungen. Also nicht nur Neptun erinnert dich an Verletzungen schon, sondern Chiron erinnert dich in alten Verletzungen. Und es ist nicht einfach jetzt emotional das Abschließen, weil du spürst das. Trotzdem versuch, das abzuschließen, dass du in Kraft bleibst und dein Träume leben kannst. Uranus bewegt sich gerade bei dir zwischen 5. und 6. Haus, gerade im Grenzbereich. Das geht um Lebensfreude. Und da eine Veränderung, das ist auch in Tierkreiszeichen wieder, das heißt Neuanfang, Mut. Sei mutig und versuche, deine Lebensfreude zu finden und übergeht bald in dein 6. Haus Arbeit, die Alltag zu bewältigen. Da werden Veränderungen geben, weil Uranus bringt dich aus dem Alltag heraus. Wirkt sehr stark, diese langsamen Planeten, Uranus, Neptun und Pluto, haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben. Natürlich Saturn auch, das hütet unser Schicksal. Aber bei Uranus ist oft nicht zum Bremsen, weil kommt wirklich wie ein Blitz und können gar nicht ausweichen und bricht alte Strukturen zusammen und kommen Veränderungen. Und in dein Alltag kannst damit rechnen, dass diese Veränderungen in die nächste Zeit kommen. Ich betone nochmal, dass Uranus ist beruflich auch die Planet für Entdeckungen, Entwicklungen, Erfindungen zu Technik. Man denkt, das ist die Gedanke, das Geist, die Zeit voraus. Aber Uranus auch Astrologie, weil das hat mit den Sternen zu tun. Dieser Uranus-Einfluss, was bei dir wirkt, jetzt schon und die nächsten Jahre noch wirkt, und gerade wenn das im 6. Haus, die Arbeit, die Alltag, nicht die Berufung, das wäre die 10. Haus, sondern die Arbeit, was du ausübst, dass da Veränderungen kommen, das ist da ganz deutlich zu erkennen. Und weil Uranus hat mit Astrologie auch zu tun, kann sein, dass du in den nächsten Jahren in diese Richtung geführt wirst. Und jetzt habe ich mal die Transite gesagt, in welche Wirkung du hast von der Bewegung von den Sternen und dein Geburtshoroskop. Ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenfassen. In deiner Kindheit und in dein alte Karma hast du Verletzungen. Oft warst du verlassen, alleine gelassen, oft hilflos, traurig, musstest alles selbst bewältigen. Einerseits hat dich das stark gemacht, andererseits blieben Erinnerungen, Emotionen, was du immer noch spürst, Enttäuschungen. Dein Wunsch, dein Sehnsucht sind da, deine Berufung zu leben, im Mittelpunkt zu sein, in die Öffentlichkeit zu stehen, Glück, Stabilität, in die Liebe, Partnerschaft. Du träumst davon, das sind deine Träume und das spürst gerade intensiv. Und gleichzeitig aber kommen die alten Erinnerungen, die Verletzungen, dieser Schmerz und diese Emotionen trägst du noch an dir. Und das hindert dich dabei, etwas zuzulassen oder im Vertrauen bleiben, dass du eigentlich in dein Leben, dein Schicksal lenkt wirklich in diese Richtung,
Punkt 1, dass du deine Berufung lebst, dass du in die Öffentlichkeit kommst und dass du eine glückliche Partnerschaft hast. Das ist dein Schicksalsweg und es ist für dich der richtige Weg. Da führt dich eigentlich das Schicksal. Und das ist im Einklang eigentlich mit deinen Träumen und mit deinen Sehnsüchten. Das heißt, deine Träume, deine Sehnsüchte kommen zur Erfüllung. Also vertraue das. Was in Vergangenheit war, lass das Vergangenheit sein. Das ist vorbei. Lebe das hier und jetzt und vertraue an deine Zukunft. Wo etwas noch feilen solltest, dass du selbstsicher bist und dass du mit deinen Werten bewusst bist. Gerade jetzt ist wichtig, weil Saturn überprüft es und wenn da hängt ein bisschen mit deinem Selbstwertgefühl, dann spürst du es in deinen Rechnungen, weil dann kommt Geldverlust. Finanzen geht auch um Werten und Selbstwertgefühl ist auch Werten, hängt Hand in Hand zusammen. Also achte drauf. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe es gar nicht verdient. Wenn du solchen Gedanken hast, könnte ich mir vorstellen, dass du Geld verlierst gerade jetzt im Saturn-Einfluss. Also achte drauf, dass du jeden Tag zu dir sagst, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Bist auch. Die einzige, wo du das nicht glaubst, dass es wirklich so ist, das ist erstens deine Erinnerungen, Vergangenheit, Kindheit, alte Karma und dass du denkst, dass du dann bist du wertvoll und bist liebenswürdig, wenn du perfekt bist. Und es wäre ein Fehler, so zu denken. Weil du findest auf dieser Erde kein einziger Mensch, wo perfekt ist. Findest nicht. Sonst würden wir nicht auf die Erde sein, dann würden wir Engel sein. Also jede Seele, wo hier auf die Erde Erfahrung gemacht, ist deswegen da, etwas zu verbessern. Sonst würde nicht neu geboren. Also keine ist perfekt. Ich bin sogar froh darüber, dass wir nicht perfekt sind, weil das macht etwas menschlicher. Und wenn wir mal Fehler machen, dann können wir auch mal lachen darüber. Und dabei hilft deine Sonne im Zwilling, diese spielerische, diese Leichtigkeit. Die Zwilling hat auch Humor, also versuch es, wenn du stolperst oder Fehler machst, einfach lachen darüber. Und nimm das mit Humor. Ich glaube, das würde dir helfen. Also keine erwartet das von dir, brauchst auch nicht. Und so wie du bist, so ist das alles in Ordnung. Und so wie du bist, bist wertvoll. Und dieses Selbstwertgefühl, gerade jetzt im Saturn-Einfluss, versucht noch stärken, damit auch deine Finanzen verbessert. Glaub mir, das hängt zusammen. Und das mit der Liebe betrifft, du hast eine Liebe. Es ist noch im Verborgenen. Er hat sich noch nicht geäußert. Die Liebesplanet Venus befindet sich noch hinter den Kulissen im Verborgenen im 12. Haus. Das ist diese Schwangerschaftsphase, die Vorbereitung. Aber glaub mir, da kommt etwas. Das heißt, ein Mann kehrt zurück, gibt dir die Rückenstärkung und auch deine Lebensfreude. Und dieser Uranus-Einfluss, 5., 6. Haus, gerade im Übergang zwischen 5. und 6. Haus im Tierkreiszeichen, wieder fang neu an, die Lebensfreude zu leben, genießen und beruflich orientieren, weil beruflich werden Umbrüche, Veränderungen kommen. Wo dein wahrer Beruf ist, Astrologie wäre eine Richtung,
natürlich alles, wo deine Ideen bringst, was Kreatives ist, was nicht bürgerlich, nicht etwas Außergewöhnliches, all diese Berufe würde dir gut passen und natürlich das in Öffentlichkeit. Also ich könnte vorstellen, nicht nur Astrologie, sondern Schauspielerei. Wichtig ist, dass du in die Bühne stehst, im Mittelpunkt und was du außergewöhnliche Tätigkeit hast, wo du deine Kreativität zeigen kannst, aber auch deine künstlerische Art, aber auch deine Ideen einbringen kannst. Also Astrologie nicht der einzige Bereich. Ich könnte dich auch in Medien vorstellen, gerade Zwilling, Sonne und Mars im Zwilling und ganz schön bestrahlt Merkur und Mond im Löwe, in höchster Punkt im Horoskop. Also ich könnte dich im Medienbereich oder in der Schauspielerei auch gut vorstellen. Wichtig ist, dass du nicht danach strebst, perfekt zu sein, sondern deine spielerische Art, das Wagen und mutig zu sein und das auch Vertrauen und dieses Selbstbewusstsein dazu haben. Und jetzt schauen wir mal an diese geheimnisvollen Toren. Diese geheimnisvollen Toren sind nichts anderes wie die Aszendent, die Spitze des zweiten Haus, die Spitze des dritten Haus. Immer wenn zwei Häuser in eine Grenzen, diese Grenzen sind diese Toren. Und die Häuser sind nichts anderes wie die Lebensbereiche. Und wir schauen auch die Fixsterne an. Welche Fixstern wirkt auf diesem Toren? Was hütet dieser Tor? Weil diese Fixsterne sind unbeweglich. Und die hüten diese Toren. Also bevor wir diese Toren öffnen, möchte ich noch auf deine Sonne eingehen. Deine Sonne steht im Zwilling und dieser Bereich, gerade wo deine Sonne steht, dein Selbst, dein Kern, da wirkt auch ein Fixstern. Und dieser Fixstern heißt Menkalina. Ich buchstabiere M-E-N-K-A-L-I-N-A-N, bedeutet Schulter und Stärke. Das hast du schon von früheren Leben. Ich bin ziemlich sicher, dass du oft alleine gelassen warst. All mit deinen Problemen und Sorgen warst du alleine gestellt. Und das zu bewältigen, braucht man Kraft, Stärke. Und dieser Stern stärkt dich. Das heißt, dieser Stern gibt dir die Rückenstärkung, die Schulter, wo man anlehnen kann, heißt auch Schulter. Dieser Stern. Das heißt, dieser Fixstern bestrahlt deine Sonne, deinen inneren Sonne, dein Kern, dein Wesen, in diesem Augenblick, wo du geboren bist. Und dieser Stern weiß genau, dass du oft alleine gestellt warst im Leben und dir fehlte die Stärke, dass dich jemand stärkt oder dir die Rückenstärkung gibt. Und dieser Stern gibt dir das. Das heißt auch, wie ich schon sagte, dieser Stern heißt übersetzt auch Schulter. Das gibt dir diese starke Schulter zum Anlehnen. Also hilft dir, dein Mitte zu finden, dein Wesen zu finden, deine Stärke zu finden. Dieser Stern vermittelt dir energetisch, auch wenn oft alleine warst im Leben, ich lasse dich nicht alleine.
Ich gebe dir Stärke. Ich begleite dich. Ich gebe die Rückenstärkung und die Schulter, wo du dich anlehnen kannst. Dieser Stern hat dich bestrahlt in dein Geburt, also begleitet dich energetisch in dein Leben. Dein Aszendent, wie ich schon sagte, die Aszendent ist dein Geburtsmoment, in diesem Augenblick, wo du geboren bist. Hier wirkt auch ein Fixstern. Nicht nur Neptun steht in der Nähe dein Aszendent. Das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, die Tierkreis, seinen Skorpion, ist in Osthorizont aufgestiegen, hat dich begrüßt. Du hast diese Kostüm erhalten, die Tierkreis, seinen Skorpion. Das ist deine Ausstrahlung, das ist dein Auftreten. So nehmen sie dich die Menschen wahr. Nicht nur Neptun hat dich begrüßt, nicht nur Skorpion hat dich begrüßt, sondern der Planet Neptun steht auch in die Nähe von deinem Aszendent. Nicht direkt an Aszendent, aber doch in die Nähe dein Aszendent. Und hat nochmal einen Stern begrüßt in deinem Geburtsmoment, hat dich bestrahlt, so wo du geboren bist. Der erste Atemzug hat dich ein Stern bestrahlt und hat dich begrüßt im Leben. Und diese Sterne heißt Abheka. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Weiß ich nicht, ob die Aussprache stimmt, aber ich buchstabiere. A-L-P-H-E-C wie Cäsar, nochmal C wie Cäsar, A. Und das ist ein leuchtender Stern, ein sehr hell leuchtender Stern. Die Knoten des Bandes der nördlichen Krone. Das heißt, die nördliche Krone ist ein Sternbild und dieser Band, diese Knoten symbolisiert diese Stern. Dieser Stern, die Name, kommt aus Arabischen. Viele Sternennamen kommen von der arabischen Sprache, weil im Mittelalter war die Blütezeit der Astrologie schon bei Araber. Dieser Stern kommt von den Arabischen und der arabische Name ist Al-Nair al-Fakkah. Ich buchstabiere A. L-N-A-I-R-A-L-F-A-K-K-A-H. Übersetzt heißt es die helle Schlüssel. Also einmal wird dieser Stern wie ein Knoten beschreiben, andere mal wie ein Schlüssel zu beschreiben. Das heißt, du trägst die Schlüssel immer in Hand in deinen Problemen. Das heißt, du kannst deinen Problemen immer selbst lösen, weil du hast die Schlüssel in Hand. Weil dieser Stern war in dein Geburt, hat dich empfangen in dein Geburt und begleitet dich bis zum dein Lebensende und übt einen Einfluss auf deinen Leben. Und wenn wir auf diesem Knoten denken, von dieser Krone, fällt mir ein, die gordischer Knoten. Kennst du die Geschichte von gordischen Knoten? Die gordische Knoten war eine Prophezeiung. Wenn jemand die gordische Knoten löst oder trennt, kann Asien erobern. Das war die Prophezeiung. Und viele wollten diese gordische Knoten lösen, diese Probleme lösen. Keine
könnte das lösen, bis dann Alexander der Große kam mit seinem Schwert und hat einfach durchgeschnitten und sagt, das war die einfachste Lösung. Und das hast du an dir. Das heißt, wenn anderen ein Problem stehen und versuchen, diese gordische Knoten lösen und sagen, ich habe keine Lösung, weiß ich nicht, wie man dieses Problem löst, dann kommst du wie Alexander der Große mit deinem Schwert, schneidest durch und sagst, so einfach geht es. Und diese Schlüssel hast du in Hand. Das, wie ich schon sagte, du kannst die Probleme, auch deine eigenen Probleme, selbst lösen. Nicht nur deine eigenen Probleme, sondern auch Probleme von anderen. Und das kannst du auch vertrauen. Schauen wir mal weiter. Die Planet Erde wird oft ignoriert in Astrologie. Früher wusste man gar nicht, dass die Bewegung die Planet Erde macht. Also war ein ganz anderes Weltbild. Und jetzt wissen wir, dass die Planet Erde ist nichts anderes wie einer von den Planeten in unserem Sonnensystem und im Mittelpunkt die Sonne steht. Und ich betone das immer wieder auch im Tageshoroskop, wie wichtig das ist, auch anschauen, wo das Erde steht, weil das gibt uns Halt, Rückenstärkung, Boden unter unseren Füßen. Und ich habe nachgeschaut, wo die Erde stand in deiner Geburt und da hat auch ein Stern gewirkt, was dir vielleicht dieser Stern auch etwas sagen will oder gibt dir Rückenstärkung oder Stabilität, was Erdhaftes, wo du dich festhalten kannst. Und dieser Stern heißt Sagittarius. Ich buchstabiere S-A-G-I-T-T-A-N-I-U-S. Sagittarius, Entschuldigung. Also nochmal, nicht N, sondern R. S-A-G-I-T-T-A-R-I-U-S. So ist es. Dieser Stern ist nichts anderes wie das Pfeil, was Chiron verletzt hat. Auf seinen Fuß. Ganz kurz diese Geschichte. Chiron war ein Kentaur, halb Pferd, halb Mensch. Apollo, der Sonnengott, hat ihn erzogen und hat eine seelische Verletzung von seiner Kindheit bekommen, weil seine Eltern haben ihn verlassen. Später wurde verletzt von einem giftigen Pfeil im Bein und hat diese körperliche Schmerz auch erlebt. Und dieser Stern symbolisiert diesen Pfeil, was sein Fuß verletzt hat. Dieser Stern Sagittarius. Und in deiner Geburt, in diesem Moment, wo du geboren bist, genau in diesem Bereich, wo dieser Stern wirkte, hat sich die Planet Erde auch bewegt. Und ich denke, die Planet Erde hat damit was zu tun, wie wir etwas in Realität umsetzen. Und hier geht's um ein verletzten Bein. Durch diese Chiron hat diese körperliche Verletzungen erlebt. Das will dir auch was sagen. Das heißt, die Beine, da machen wir unsere Schritte. Und dieser Pfeil hat Chirons Bein verletzt. Und ich möchte schon einen Vergleich in dein Leben ziehen. Also deine Schritte hindert auch die alten Verletzungen. Und du wirst sehen, dieser Bein kommt nochmal vor, also nochmal ein
Nochmal, ein Stern gibt auch einen Hinweis drauf. Also achte auf deine Schritte, weil diese alten Verletzungen, so wie das Chiron auch erlebt hat, diese symbolisch wirkt das auch auf dein Leben, weil das ist, widerspiegelt sich etwas. Wie oben, so ist es unten, wie ein Spiegel. Also achte auf deinen Schritte, am Leben, am Realität, auf die Erde und nicht auf diese alten Verletzungen denken, weil das hindert dich, das tut weh. Diese Verletzungen tut weh und es hindert dich, deine Schritte zu machen. Wenn ich deinen Geburts-Saturn anschaue, wo Saturn bei dir steht, das ist 29 Grad und 21 Minuten Fischen. So war das in deiner Geburt. In diesem Bereich hast du Lernaufgabe. Wir wissen, dass Saturn ist die große Lehrmeister. Also hier hast du Lernaufgabe. Und in diesem Bereich, wo in deinem Geburtshoroskop Saturn steht, diese 29 Grad Fischen, wirkt auch ein Fixstern. Und hier geht es auch um Fuß. Das ist der linke Fuß von Pegasus. Wieder die Beine, der linke Fuß. Schritte machen im Leben. Und weil Saturn empfängt diese Energie von diesem Fixstern, und dieser Fixstern, wo hier wirkt, heißt She'at. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich buchstabiere S-C-H-E-A-T. Nochmal, Saturn zeigt, wo du Lernaufgaben hast. In deinem Geburtshoroskop ist es 29 Grad Fischen. Und in diesem Bereich wirkt ein Fixstern, diese She'at, S-C-H-E-A-T. Und es ist nicht anderes wie von Sternbild Pegasus, die linke Fuß von die Pegasus, und wirkt mit Saturn. Da hast du Lernaufgabe. Und wenn das um Fuß geht, dann heißt Schritte machen im Leben. Also, die Beine kommen zweimal vor. Einmal mit einem Saturn-Einfluss. Hier hast du Lebensaufgabe, welche Schritte du machst. Und die Erde, wo die Erde befand in deinem Geburtsmoment, trifft auch diese Energie, diese Pfeil, was eigentlich die Chironsbein verletzt hat. Und das erinnert dich auf die Erde an die alten Verletzungen. Und da brauchst du Heilung. Heilung, Chiron ist nicht nur das Verletzte, sondern auch die große Heiler. Also heile deine Beine. Jetzt nicht wortwörtlich, weil ich glaube nicht, dass du mit deinen Beinen Themen hast, sondern mal einmal, das geht darum, dass du deine Schritte machen kannst in dein Leben und dass du nicht in Vergangenheit, in verletzten Gefühlen denkst und fühlst, weil das hindert dich, das tut weh und dann kannst deine Schritte nicht machen. Und achte auf deine Schritte. Dann schauen wir diese Toren. Die Aszendent haben wir besprochen. Die nächste Tor, was wir öffnen, das ist das zweite Haus. Hier geht um Werten, auch dein eigenen Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Hier hütet dieser Tor ein Stern, ein Fixstern. Und dieser Fixstern heißt Rastaban. Ich buchstabiere R-A-S T-A-B-A-N. Diese Rastaban kommt von dem Sternbild Drache. Und das ist nichts
anderes wie die Augen, die Drachen. Und diese Augen brauchst du, diese klaren Sehen, um deine Finanzen zu regeln. Also immer achtsam sein, die Augen offen lassen, die Augen offen lassen, weil das brauchst bei diesem Tor. Das heißt, immer wenn das um deine Finanzen geht und öffnest dieses Tor, entweder um Einkommen oder Ausgaben, immer die Augen offen lassen, alle Rechnungen überprüfen, sagt dir dieser Torhüter, die Augen der Drache. Und gerade in diesem Bereich, wo dieser Tor ist und dieser fixe Stern, diese Rasterbahn hier wirkt und hütet dieser Tor, genau dieser Bereich befindet sich jetzt Saturn. Also die bewegliche Saturn, meine ich, gerade in diesem Bereich bewegt sich. Das ist die Tierkreiszeichen Schütze. Und hier belehrt dich auch. Das heißt, sei in die nächste Zeit achtsam. Öffne deinen Augen bei jeder Ausgabe, überprüf alle Rechnungen und natürlich auch dein Selbstwertgefühl, das habe ich schon gesagt. Die dritte Tor öffnet sich im Bereich Verwandtschaft, Nachbarschaft, dein Umfeld, die kleinen Reisen, das, wo du lebst, wo du vertraut bist. Ich habe schon gesagt, in diesem Bereich bewegt sich gerade Pluto. Das haben wir besprochen, wo Pluto sagt ein klares Nein oder ein klares Ja. Es gibt nichts dazwischen. Und das wirst du in der nächsten Zeit erleben, dass du manche Menschen abgrenzt und manche Menschen näher kommst. Und in diesem Tor hütet zwei Sternen. Und diese zwei Sternen sind zwei mein Lieblingssternen auch, Deneb und Vega. Deneb und Vega ist ein Liebespaar. Deneb ist die Hirtenjunge und Vega ist die die Hirtenjunge, Weberin, genau, jetzt ist mir eingefallen. Deneb ist die Hirtenjunge und Vega ist die Weberin. Die haben sich verliebt. Das erzählt die chinesische und japanische Mythologie. Mal ganz kurz, damit das energetisch besser verstehen. Die beiden Sternen hüten diese Tor zu deinem dritten Haus, wo Verwandtschaft, Bekanntschaft und dein Umfeld, deine Umgebung betrifft. Deneb war die Hirtenjunge, lebte auf der Erde und Vega war eine Fee im Himmel und hat sich an ihm verliebt. Und kam auf die Erde, die haben verliebt, zusammengelebt, Familien gegründet. Er blieb Hirtenjunge, sie wurde Weberin und sie waren glücklich. Und dann kam der Himmelskaiser und erzählte zu seiner Frau, die Himmelskaiserin, schau mal da, unsere Fee lebt auf die Erde. Wir müssen zurückholen im Himmel. Und da haben sie im Himmel zurückgeholt und die beiden haben sich getrennt, müssten sie sich trennen. Und dann kam ein dritter Stern, und das ist das Sternbild Schwan, wo einmal im Jahr aus Schwanen eine Brücke baut zwischen die beiden. Und die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin haben erlaubt, dass sie beiden in dieser Brücke treffen. Und das ist der Tag der Liebe. So erzählt diese Mythologie, im siebten Tag, im siebten Monat, ist der Tag der Liebe bei Chinesen und Japanern und das ist die Geschichte dazu. Und diese zwei Sternen hüten dein
Tor hier im dritten Haus. Die eine Stern, diese Deneb, befindet sich im Sternbild Adler und dieser Stern Vega befindet sich im Sternbild Lyra und die, wo diese Brücke baut, die sind die Schwanen. Diese Schwanen, wo zwischen die beiden diese Brücke herstellt. Was bedeutet dir das in diesem Tor? Das heißt, diese Brücke zu bauen. Brücke zu bauen zu Menschen. Und das, diese beiden Liebespaar sind Symbol für die Liebe. Die drücken die Liebe aus. Das ist das Fest bei Chinesen und bei Japanern auch, die Fest für die Liebe. Und du erlebst das in deiner Verwandtschaft, du erlebst es in deinem Umfeld, beim Bekanntenkreis, beim Nachbarkreis. Also baue eine Brücke zu Menschen, die du liebst und die du nicht magst. Da brauchst du keine Brücke zu bauen. Und das Gleiche sagt dir auch gerade dieser Pluto-Einfluss. Sag ja, ein klares Ja, oder sag ein klares Nein. Weil die Menschen, wo dir Kraft rauben oder dich ausnützen oder nerven, da brauchst du diese Brücke nicht. Denk immer, da wirkt diese Brücke der Liebe. Also hör auf dein Herz und so triff deine Entscheidungen. Diese Tor ist auch gut bestrahlt vom Mars, gut bestrahlt von Uranus und Pluto. Das heißt, die beweglichen Sterne bestrahlen das auch. Beziehungsweise nicht die beweglichen, habe ich falsch gesagt, sondern von deinem Geburts, ja, das muss ich korrigieren. Also dieser Tor zwischen Deneb und Vega, dieser Liebespaar, dieser Tor bestrahlt in dein Geburtshoroskop, dein Geburtsmars, dein Geburtsuranus und dein Geburtspluto, so ist es korrekt. Die vierte Haus ist dein Zuhause, aber das ist auch deine Herkunft, deine Ahnen, deine Wurzel, bedeutet aber auch dein Zuhause. Hier dieser Tor, und das ist das tiefste Punkt im Horoskop, die IC, hütet dieser Tor auch ein Stern und dieser Stern heißt Deneb Algedi und das ist das richterliche Schwert, bedeutet das übersetzt. Das heißt klare Entscheidungen. Richterlich heißt es Gerechtigkeit, wieder die Schwert. Das haben wir bei den Aszendent schon besprochen, bei den gordischen Knoten. Wie hat Alexander der Große diese Knoten gelöst, einfach abgeschnitten? Und hier triffst du auch mit diesem richterlichen Schwert Entscheidungen, klare Entscheidungen, gerechtig, klar, ein Schnitt. Und das ist alles, was dich trifft im wohnlichen Bereich. Auch das mit Immobilien oder Wohn, also alles, was mit wohnliche Situation zu bedeuten, auch Immobilien, da triffst du gerechte, klare Entscheidungen mit diesem Macht, mit diesem richterlichen Schwert. Die Tor zu dem fünften Haus, das ist die Löwenhaus, also hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Löwe, das ist das Lebensfreude und in dein Geburtshoroskop steht in diesem Bereich Saturn. Das heißt, hier hast du Lernaufgabe, die Lebensfreude zu holen in dein Leben, nicht zu streng sein, obwohl Saturn ist etwas streng, aber hier belehrt dich einfach die Lebensfreude zu haben und das haben wir schon bei Saturn besprochen. In diesem Tor hütet auch diese Scheat
S-C-H-E-A-T, das haben wir besprochen bei Saturn. Das ist das linke Fuß von Pegasus, das heißt, achte auf deine Schritte, nicht mit diesem verletzten Fuß deine Schritte zu machen, sondern mit einem gesunden Fuß deine Schritte zu machen. Die sechste Haus betrifft deinen Alltag, aber auch deine beruflichen Situation. Und hier in diesem Tor hütet auch ein Stern. Und dieser Stern heißt Baten Kaitos. Ich buchstabiere B-A-T-E-N-K-A-I-T-O-S. Eine topazgelbe Stern. Und das bedeutet, kommt auch von Arabischen, und die arabische Name ist Al-Baten Al-Kaitos. Ich buchstabiere A-L-B-A-T-N A-L-K-A-I-T-O-S. Übersetzt heißt die Bauch des Walfisch. Wenn die Bauch des Walfisch, so heißt dieser Stern, hütet, dieses Tor zu deinem Alltag, dann heißt es mit anderen Worten, in die alltäglichen Entscheidungen, hör dein gesundes Bauchgefühl. Dein Deszendent haben wir erreicht und das ist das Tor zu siebten Haus, das Tor zu Partnerschaft und Liebe. Und hier beschreibt auch die Seelenpartnerschaft. Aszendent, Deszendent widerspiegelt sich. Und die Aszendent ist der Geburtsmoment. Und ich bin überzeugt, dass in unserem Geburtsmoment wie ein Spiegel für einen Augenblick sehen wir auch unsere Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und das ist ein wichtiger Tor auch, weil hier geht es um Partnerschaft. Und der dieser Stern, wo hier dieser Tor hütet, ist der Stern Almach. Ich buchstabiere A-L-M-A-C-H. Der Fuß, wie der Fuß. Der Fuß von Andromeda. Kennst du die Geschichte von Andromeda? Andromeda wurde gefesselt, wurde aber befreit. Und diese gefesselte Frau kann sich nicht bewegen, weil die Fuß gefesselt ist, wird aber befreit. Und wenn diese Befreiung kommt, da kommt Ehre, Ruhm und es ist gut zu Kunst. Und es ist auch die Liebe und das Glück. Das heißt, dieser Stern ist das Fuß von Andromeda. Und solange, bis du gefesselt fühlst, Andromeda war gefesselt, bis du dich eingeschränkt fühlst und trägst diese Fessel, dass du deinen Fuß nicht befreien kannst, deine Schritte nicht befreien kannst, ist schwierig, diese Tor zu der Liebe zu öffnen. Also befreie dich zu diesem Fessel. Mach deine eigenen Schritte. Nicht in alte Verletzungen spüren. Wenn wir das jetzt mal verfolgen, diese Fixsterne, jetzt ist drittes Mal, gibt diese Symbolsprache, dein Fuß, deine Schritte. Und diese Andromeda ist so lange gefesselt. Aber in die ganze Geschichte geht das gut aus, weil Andromeda wurde befreit. Also fühl du dich frei und befreie von diesen Fesseln, von alten Erinnerungen, alte Verletzungen und nimm das Leben spielerisch und Saturn sagt es auch. Lebt diese fünfte Haus, die Lebensfreude. Und wenn du diese Schritte machst,
dann öffnest du automatisch die Tür zum siebten Haus. Das Haus des Liebe und Partnerschaft. Und es ist schön bestrahlt. Nicht nur schön bestrahlt, weil das Venus da ist, auch Stier da ist, sondern auch den aufsteigenden Mondknoten. Das heißt, dein Schicksalsweg, das, was du jetzt Erfahrungen machst. Dieses Neuland, was dich begrüßt. Jetzt schauen wir mal an die achte Haus, das geheimnisvolle Skorpionhaus, achte Haus, diese Tor. Und das ist nicht nur diese Tor, öffnen wir jetzt, sondern wir wissen auch, oder ich weiß, dass du mit diesem Lebensalter gerade in dieser Periode bist. Also du stehst gerade in diesem Tor mit deinem Lebensuhr, mit deinem Lebensalter in Tierkreiszeichen Zwilling und gerade dieser Bereich, wo die Tor zu achte Haus öffnet. Das heißt, dieser Stern, wo hier wirkt, nicht nur die Tor zu den tiefen Geheimnissen öffnet, sondern stehst gerade hier, weil dein Leben ist nicht in deiner Geburt, in deinem Aszendent stehen geblieben, sondern du hast Schritte gemacht und gerade hier befindet sich dein Leben und kommst mit diesem Stern gerade eben zur Berührung zur Zeit. Dieser Türhüter heißt Aldebaran. Es ist eine rosafarbenen Stern und bedeutet Auge. Auge und Auge war mal auch, das haben wir bei die zweite Haus, die Torhüter war die Augen der Drache. Achte an Selbstwertgefühl, achte um deine Finanzen, mach deinen Augen offen. Also einmal haben wir auch die Augen begegnet. Hier bei achte Haus ist dieser Stern, dieser Aldebaran, ist bedeutet Auge. Ich buchstabiere diesen Stern A-L-D-E-B-A-R-A-N und das ist das eine von den vier königlichen Sterne, was die Perser 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung als königlichen Stern bezeichnet haben. Und dieser Stern ist das Wächter des Himmels, Wächter in die östlichen Himmelsrichtung. Wir haben vier königliche Sterne, das ist die Aldebaran, Regulus, Antares und Formalhaut. Aber mal zurück zu diesem Stern, weil das ist dein Stern. Aldebaran öffnet dir die Tor zu den Geheimnissen. Alles, was in deinem Unbewussten liegt. Es ist eine königliche Stern, so wurde das 3000 vor unserer Zeitrechnung als königliche Stern bezeichnet. Und mit diesem Energie, mit diesem Stern kannst diese Tor öffnen. Und genau da bist du angekommen im Augenblick mit deinem Lebensalter. Das heißt, dieser Stern berührt dich gerade. Das ist eine Himmelsrichtung. Wächter des östlichen Himmelsrichtung. Das heißt, jetzt gerade findest deine Richtung und öffnest die Tor zu den Geheimnissen, öffnest die Tor zu deinem Unbewussten und wenn du in diesem Lebensbereich einen Schritt machst, aber nicht mit alten Verletzungen, sondern mit gesunden Beinen, und mit offenen Augen, da wirst du einiges entdecken. Es ist nicht nur die Unbewusste, nicht nur die Geheimnisse, sondern auch Finanzen, auch Glück im Finanzen und alles, was mit Geld, mit Schätze zu tun hat. Also das kann auch nicht nur Geld bedeuten, sondern
Natürlich auch Gold oder Edelsteine. Also mit dieser Schätze ist es auch was zu tun. Dieser Stern bedeutet Glück. Dieser Stern bedeutet Ehre, Steigerung, Hilfe von außen, Popularität. Und dieser Stern oder dieses Haustor, dieser Tor ist von deinem Geburtshoroskop sehr schön bestrahlt von Jupiter. Wieder das Glück, also Jupiter bestrahlt noch zusätzlich dieses Tor, wo dieser alte Baran dir öffnet. Die neunte Haus bedeutet Reisen, Ausland, innere Reisen, Philosophie, Sinnesfragen, die Suche nach Gott, nach Zusammenhänge, eine höhere Bildung, all das gehört in diesen Bereich. Hier hast du auch ein Torhüter und dieser Stern heißt Vasat. Ich buchstabiere W. A, S, A, T. Das ist ein Doppelstern. Die Farbe ist weiß-purpur. Kommt auch von arabischen hieß es Al-Wasat. Ich buchstabiere A, L, W, A, S, A, T. Übersetzt heißt der Mittlere. Bedeutet dieser Stern auch Hand? Wenn hier dieses Tor ein Doppelstern hütet und die eine heißt Hand und die andere heißt die mittlere, das heißt Handlungen und die goldenen Mittelweg zu finden. Und die Lebensbereiche, wo du das umsetzt, das sind die Reisen, das sind die Sprachen, die ausländischen Kontakte, das sind die Sinnesfragen, aber auch ein Studium. Die zehnte Haus, die höchste Punkt in dein Horoskop, wo deine Berufung geht, ist auch ein Stern, wo dieser Tor hütet. Und dieser Stern heißt Abhard. Ich buchstabiere A, L, P, H, A, R. D, das ist ein orangenfarbener Stern und das ist die Herz der Hydra. Die Hydra ist das Sternbild Schlange. Und diese Schlange, diese Herz der Schlange, dieser Stern, die Name kommt auch von Arabischen und heißt Al-Fard al Schuja, ich buchstabiere A, L, F, A, R, D, A, L, S, H, U, J, A bedeutet übersetzt die Herz der Schlange. Und diese Herz der Schlange steht in dein höchster Punkt im Horoskop, in diesem Tor und hütet dir diese Tor. Diese Stern vermittelt Weisheit, vermittelt musikalisches Talent, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und Wissen über die Zusammenhänge, Wissen über die Natur. Aber wenn hier um Herz geht, dann heißt für dich persönlich, folge dein Herz. Das, was dein Herz sagt, das ist deine Berufung, das ist dein Weg. Und ich habe schon gesagt, dass ich gut vorstellen kann bei dir Astrologie, weil ich könnte den künstlerischen Bereich, bisschen den schauspielerischen Bereich auch gut vorstellen. Und dieser Fixstand bestätigt mir das künstlerische Talent, musikalische Talent und Weisheit.
Die elfte Haus ist das Haus der Freundschaften, Haus der Hoffnung, auch die Vereine, also mit Menschen zusammen zu sein, wo gleiche Interesse haben. Dieser Tor hütet auch einen Stern und dieser Stern heißt Markeb. Ich buchstabiere M-A-R-K-E-B und vermittelt Barmherzigkeit, Einladungen, Herzlichkeit. Und dein elfte Haus steht ein Stück von Jungfrau, aber Großteil Waage. Und das ist harmonisch und schön. Das heißt, du hast mit Freundschaften Glück. Und hier dieser Stern, wo dieser Tor hütet, zeigt auch viele Einladungen, Barmherzigkeit und gute, schöne Freundschaften. Die zwölfte geheimnisvolle Frau, Haus, nicht Frau, Haus, die Torhüter, diese zwölfte Haus, das sind die Verborgenen. Das ist auch dein Unbewussten auch, alles was so hinter den Kulissen abspielt, aber auch deine Feinde auch. Diese Tor hütet ein Stern und dieser Stern heißt Foramen. Ich buchstabiere F-O-R-A-M-E-N, ein rötlicher Stern von Schiff Argo. Wir wissen, die Schiff Argo, da waren die Argonauten, wo die goldenen Fell von wieder zurückholen wollten. Diese Reise, das waren die Argonauten. Und dieses Schiff Argo, das ist ein großes Sternbild. Und von diesem Schiff Argo, von diesem Sternbild, ist eine von diesem Stern, wirkt auch auf dein Haus, auf dein Tor zu dem zwölften Haus. Und das ist dieser Stern, dieser Vorrahmen. Es ist die Schlüsselloch, umgibt die Nebel. Also das ist ein bisschen benebelt, aber du hast die Schlüssel in Hand. Das heißt, du findest immer die Schlüssel, auch wenn das benebelt ist. Du hast die Schlüssel in Hand. Und kannst dieses Schiff lenken. Denke mal, dass du im Aszendent auch einen Stern gehabt hast, wo auch die Schlüssel bedeutet hat. Du hast die Schlüssel in Hand. Und hier, was um Verborgenen geht und alles, was hinter den Kulissen geht oder deinen Unbewussten oder diese Kenntnis zu haben, wo sind deine Feinde? Es ist zwar ein bisschen benebelt, diese Tor, nicht selber dieser Stern, das ist der Schlüssel, aber rumherum ist etwas Nebel. Das bedeutet, es ist nicht leicht, nicht sofort zu erkennen, wo sind deine Feinde oder was hindert dich, aber wenn du das erkennen hast, wenn du deine Augen dazu geöffnet hast, dann hast du die Schlüssel in Hand und kannst dieses Problem lösen und dieses Schiff, dein Lebensschiff, dann auch lenken. Also mit deinem Lebensalter befindest du dich gerade im Tor zu dem achten Haus. Und dieses achte Haus, wenn du jetzt in diesen Lebensbereich mit deinem Lebensalter eintrittst, dann bedeutet das für dich Wandlungen. Und auch das ist ein Zwillingshaus, das heißt in dieser Phase hast du viel Kontakte, spürst diese Leichtigkeit. Und denk immer, dass dieser königliche Stern an dich wirkt auch und hilft dir, bekommst du diese Unterstützung. Also ich versuche das so zusammenfassen. Also achte dein Selbstwertgefühl. Dein Fuß symbolisiert deine Schritte.
Wie bei Chiron auch, sind alte Verletzungen. Versuch es zu heilen, damit diese Schritte machen kannst. Saturn sagt, hol die Lebensfreude. Spür diese Zwillingsenergie, bist auch in dieser Phase drin. Diese spielerische, diese Leichtigkeit auch. Dein Glück steht vor dir in Liebe, Partnerschaft. Das ist aber diese gefesselte Andromeda. Und die Fuß von die Andromeda, befreie dich davon. Und wenn du davon befreist und spürst die Lebensfreude, spürst diese Leichtigkeit, kannst deine Schritte machen, kannst du die Handlungen machen, hast die Schlüssel in Hand, bekommst du auch Unterstützung auch. Dann fühlst du dich befreit, dann hast die Andromeda an dir befreit. Es öffnet dich die Tor zu der Liebe, Partnerschaft und du weißt, ein Mann ist schon da. Das ist noch die Vorbereitung, aber er kommt wieder. Das heißt, du erlebst diese Partnerschaft. Dein Horoskop zeigt auch Stabilität und Glück. Hast die Venus dort. Also du lebst das auch. Wichtig ist, dass bei deinen Schritten gesunde Schritte machst. Bei den Handlungen auch, dass du in den goldenen Mittelweg findest. Dass du die Schlüssel in Hand hast und kannst deine Probleme lösen. Du kannst dein Lebensschiff lenken. Und die Augen offen halten, das ist auch wichtig, das war auch ein paar Mal in Botschaft. Und dein Beruflichen, an dein Herz hören, weil das ist deine Berufung und das kannst du verwirklichen. Und damit stehst du in Öffentlichkeit, im Mittelpunkt. Und dann so erfüllen sich deine Träume. Und ich habe deinen Glückspunkt ausgerechnet, das ist im zweiten Haus, im Schütze ist dein Glückspunkt und das ist die Finanzen. Also eigentlich, wenn du mit deinem Selbstwertgefühl arbeitest und da hast du gerade einen Saturn-Einfluss und überprüft Saturn das gerade, dann eigentlich fließt das Geld auch und hier hast Glück. Dein Liebespunkt ist im Skorpion in die Nähe von deinem Aszendent. Noch nicht ganz im Aszendent, aber im 12. Haus noch und nähert sich. Also dieser Punkt ist im 12. Haus, das heißt, das bleibt auch hier, das nähert sich nicht, das bleibt auch hier. Das ist in deinen verborgenen Liebe, deine verborgenen Wünsche und das ist, weil das so verborgen liegt. Aber erinnert dich an etwas. Das heißt, diese Mann kennst du noch vom Frühjahr, das sind Erinnerungen und so kommen diese von Verborgenen, von Vergangenheit, von alter Karma, kehrt das zurück. Und weil das ganz nah in dein Aszendent steht, dieser Liebespunkt, ganz, ganz nah, dann heißt, es wirkt auch auf dein persönlich, das berührt dich persönlich. Das heißt, dieser Mann kommt von alten Karma. Wo deine Erfahrungen machst, wo du Aufgabe hast, hast du da auch einen Punkt im Horoskop und das ist im Jungfrau im 10. Haus. Da hast du Erfahrungen, da hast du deine Aufgabe und das ist deine Berufung. Und jetzt schauen wir mal an, dein Jahreshoroskop, was dich im kommenden Lebensjahr erwartet. Das heißt, du bist Juni geboren, das wirkt schon ab Juni jetzt bis nächstes Jahr, also bis 2017 Juni, immer von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag. Wenn ich das hier dein Jahreshoroskop betrachte, du wirst an dein Selbst arbeiten. Du machst ganz große Schritte. Es ist vielleicht nicht einfach, aber du hast es vor und du schaffst es auch, dass du dich selbst formst. Du wirst was erreichen damit. Du veränderst dich selbst. Das gibt dir Kraft, das gibt dir Halt und Stärke und auch Stolz. Daran wirst du auch arbeiten, stolz zu sein, alles, was du erreichen hast. Du wirst Reise machen. Also wirst du im Ausland sein oder Reise machen. Aber
nicht nur diese örtliche Reise kommt bei dir, sondern auch diese inneren Reise kommt auch. Du wirst Schritte machen in deinem beruflichen. Im finanziellen Bereich hast du noch Themen, aber das ordnest du auch und achtest darauf, dass du beruflich was erreichen kannst. Du hast Erwartungen in die Liebe, Partnerschaft. Du wartest auf eine Nachricht. Das macht dich ein bisschen noch unsicher, aber bleib im Vertrauen, weil dieser Mann kehrt zurück. Auch wenn das jetzt nicht in diesem Lebensjahr passiert, aber du kannst damit rechnen, er kommt mit der Zeit zurück. Wichtig ist, dass du daran vertraust, weil das ist dann die nächste, was passiert, dass du in eine Partnerschaft eingehst. Im Augenblick, also in diesem Jahr, noch in diesem Lebensjahr, bis Juni nächstes Jahres, ist die Thema Nummer 1 an dir selbst arbeiten, deine Finanzen in Ordnung zu bringen, deine Ausbildung zu machen, Entscheidungen treffen im beruflichen Weg und eine Reise zu machen und dein Leben die Ordnung zu bringen und dass du da auch stolz sein kannst und dass diese Stärke an dir hast, dann kommt die Liebe. Das ist dann übernächstes Jahr. Das heißt, das kann schon 2017 treffen, aber nach deinem Geburtstag. Wir wissen, ein Jahreshoroskop gilt von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag. Und nächstes Jahr, die zweite Hälfte des Jahres, kannst damit rechnen, dass die Mann, wo du schon früher kennst, wo deine Seele kennt, wo eure Seele kennt, dein Seelenpartner wieder zurückkehrt und dass du eine Partnerschaft eingehst, aber mal in die kommenden Lebensjahr ist wichtig, dass du an dir arbeitest, deine Finanzen in Ordnung bringst, dass du lernst etwas, dass du eine Reise machst und dass du deine finanziellen und natürlich berufliche Entscheidungen triffst, Kontakte pflegst, Freundschaften pflegst. Und es kommt etwas wohnlich, wird sich etwas bei dir ändern. Vielleicht setzt du nicht sofort um, aber dieser Gedanke ist da und da wirst du Entscheidungen treffen. Bis so hin und her gerissen wird nicht einfach sein, aber die Thema wohnliche Bereich kommt auch. Und das war mein Horoskop-Analyse für Claudia. Und Claudia, ich bedanke für diese Auftrag und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und alle, wo diese Aufnahmen angeschaut haben, ich bedanke mich für das Zuschauen, eure Dendera.